Ja, das wurde abrupt abgerissen, weil ich meinen Schuh binden musste. So, ja, jetzt kommen wir hier oben wieder auf den Weg. Wir kommen da raus, wo ich letztes Mal gesagt habe, da gehe ich nicht mehr rein. Nein. So, die Pflanze lasse ich echt nicht los. Gut, also ich muss sagen, an der Stelle, wo da eingezeichnet ist, ist nichts zu sehen. Da müsste man wirklich dann irgendeine Messmethode an den Start bringen. Ja, die dann, wie soll ich sagen, die solche Sachen durchmessen kann, wo man einfach sieht, was sich da unten drunter verbirgt. Ja, ich habe gedacht, vielleicht kann ich im Walter Haug den Gefallen tun und da was finden. Aber ja, er sucht schon seit längerer Zeit oder hat immer wieder einfach die Ambitionen, diese Gräber zu finden. Aber wie man sieht, nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Jetzt kommen wir mal an die Stelle, wo ich meinen dubiosen Stein damals gefunden habe. Ja. Mit Einschlüsse drin. Hier ist auch ein Einschluss. Da ist auch was. Ja. Hier war das. Genau. An der Stelle. An der Gabelung, wo man von oben vom Grat runterkommt und vom regulären Weg links abbiegen kann. Hier habe ich das gefunden. Genau. Ja. Gut, meine lieben Liebenden, würde ich sagen, ich laufe jetzt wieder runter. Unverrichteter Dinge. War aber trotzdem jetzt einmal spannend. Ja, ich würde jetzt auch gerne voll ganz hoch laufen, aber ich weiß nicht, das Gewitter kommt gerade immer näher, das wird immer lauter. Ich sammle jetzt noch zwei, drei Steine ein. Jetzt haben wir eine Steinmauer. Sehr, ob man schöne findet. Brauche ich ja noch ein paar. Und dann breche ich ein. Oder zusammen, oder ja, mach mich vom Acker. Also, falls ich noch was finde, sehe, interessant, dann melde ich mich auf dem Weg nach unten nochmal. In diesem Sinne, tschüssle.